In diesem Video möchte ich Ihnen die wichtigste Übung zeigen für Senioren. Viele Fitnesstrainer gehen davon aus, dass die Kniebeuge die allerwichtigste Übung ist für Senioren, aber ich sehe das ein bisschen anders aus verschiedenen Gründen. Und zwar die Kniebeuge ist extrem wichtig und ich habe darüber auch schon Videos gezeigt. Allerdings ist die Kniebeuge eine Bewegung, die die meisten Menschen im Alter noch relativ lange können. Aber ein Muskel verliert am meisten Kraft im Alter und zwar ist das die Wadenmuskulatur. Und die Wade ist extrem wichtig für ihr Gleichgewicht, für ihre Standfestigkeit und dass sie möglichst weit laufen können. Und dafür zeige ich Ihnen jetzt diese Übung. Und zwar die erste Übung. Stellen Sie sich am besten irgendwo hin, wo Sie sich festhalten können. Und danach machen Sie als erstes den Zehenspitzenstand. Sie kommen einmal mit der Ferse hoch, so hoch Sie können. Und was dabei wichtig ist, dass Sie dann die Muskulatur, wenn Sie ganz oben sind, einmal kräftig anspannen für 1 bis 2 Sekunden und kommen dann langsam wieder runter. Und das Ganze machen Sie circa 15 Mal. Wenn Sie das gut schaffen, dann können Sie auch gerne eine Steigung machen und die zeige ich jetzt. Die Steigung ist jetzt einfach mit Rucksack, dass Sie noch ein zusätzliches Gewicht auf den Rücken haben oder auf den Schultern. Sie können natürlich auch hier links und rechts eine Wasserflasche in die Hand nehmen oder beispielsweise Gewichtsmanschetten. Auch das ist eine Möglichkeit, so wie Sie sich am besten wohlfühlen. Und wichtig ist auch, wenn Sie die 15 Wiederholungen geschafft haben, dass Sie dann am besten in die nächste höhere Übung hineingehen, die ich Ihnen zeige, nach und nach. Und wichtig ist auch, dass Sie dann bei der schwersten Übung, die Sie noch schaffen, mindestens 3 Durchgänge machen. Das heißt, Sie kommen einmal hoch und langsam wieder runter. Und dann zeige ich Ihnen gleich die nächste Steigerung. Bei der nächsten Steigerung ist es das Besondere, dass Sie einmal hochkommen und dann verlagern Sie Ihren Körperschwerpunkt mehr jetzt in dem Fall auf die rechte Seite und damit kommt dann auch die rechte Seite als erstes auf den Boden und das können Sie natürlich wechselseitig machen. Jetzt verlagere ich das Gewicht mehr auf die linke Seite und dann kommen Sie mehr mit der linken Ferse als erstes auf den Boden. Das heißt, hochkommen, Gewicht nach rechts verlagern, das heißt, dass auch der ganze Fuß belastet ist, von dem großen Zeh bis zum kleinen Zeh und dann langsam wieder runterkommen, hoch und dann nochmal mit der linken Seite. Und auch das können Sie natürlich zusätzlich noch mit einem Rucksack machen oder zusätzlichen Gewicht, einfach damit es schwerer wird. Was Sie außerdem machen können, als weitere Steigerung, und zwar, dass Sie den Zehenspitzenstand mit Einbein machen. Und zwar kommen Sie dann einmal hoch, spannen auch hier maximal an und kommen langsam wieder runter. Wichtig ist auch, überschätzen Sie sich da nicht. Das ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Achten Sie darauf, wie Ihr Bewegungsmaß ist mit 2 Füßen. Und wenn Sie ein deutlich niedriges Bewegungsausmaß haben mit einem Fuß, wenn Sie hier hochkommen, dann machen Sie die Übung einfach noch nicht, sondern die Übung davor, dass Sie nach und nach die Kraft aufbauen. Aber wenn Sie es können, machen Sie davon 15 Wiederholungen auf der einen Seite und dann 15 auf der anderen Seite und auch gerne 3 Sätze, falls Sie die nächste Übung noch nicht schaffen sollten. Die nächste Übung können Sie natürlich auch mit Rucksack machen, genauso wie jetzt auch die Übung mit dem Zehenspitzenstand mit einem Bein können Sie natürlich auch verstärken mit einem Rucksack. Die nächste Übung gehen Sie einmal gerne an die Treppe. Ich zeige das jetzt einfach hier zur Demonstration. Und zwar gehen Sie einmal mit den Zehen nach oben auf die Treppe, auf das Treppengelände, gehen dann mit der Ferse nach unten und kommen dann einmal wieder hoch. Und das wiederholen Sie auch wieder 15 Wiederholungen. Und wenn Sie das regelmäßig machen, wird Ihre Stabilität deutlich besser, Ihr Gangbild wird sich verbessern und Sie werden einfach gesünder sein, weil die Wade ist extrem wichtig, weil die atrophiert bei den meisten älteren Menschen als erstes. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie gerne einen Daumen nach oben. Freue ich mich sehr drüber. Schreiben Sie auch gerne Ihr Feedback in die Kommentare. Und hier links und rechts und unterhalb der Videobeschreibung werde ich noch weitere Videos verlinken, die Ihnen sehr dabei helfen können, Ihre Gesundheit zu verbessern. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.